I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. Für ihn steht viel auf dem Spiel. Genau. Wow, großartig. Allerdings sehe ich keinen Schatz. Hey Leute, komme! Sieh dir das mal an. Ah, der heilige Dismas. So sieht man sich wieder. Also, was haben wir hier? Ihr Siegel. Da ist hier unser Avery. Thomas II. Und das ist, Das ist Adam Baldridge, das Joseph Farrow und das Richard Wand. Hm. Piratenkapitäne. Okay, also vielleicht war deine Piratentheorie doch nicht so falsch. Tja, also... Hast du eine Ahnung, wie das hier geht? Muss man einen Knopf drücken oder etwas ziehen? Vielleicht einer der Arme. Versuch's mal. Komm schon. Jungs, wenn ihr den Arm diesmal genug befummelt habt, solltet ihr euch vielleicht das hier mal ansehen. Das Trapez muss der Vulkan sein. Die Krone ist Kings Bay. Das ist eine Karte, Gentleman. Victor, du bist ein Genie. Gehört nicht? Genie. Ja, ja. Okay, also, wir sind hier. Der Turm bildet eine Linie mit Averys Siegel. Okay, dann sind die anderen Siegel... Die Türme aus Averys Zeit. Ich meine, in einem muss unser Schatz sein, oder? Ja, aber in welchem? Das sind 12 Türme. Hey, Victor. Rauchst du neuerdings etwa Zigaretten? Wir sind wohl nicht die Ersten hier. In Deckung! Runter! Jetzt haben wir sie! Na Scheiße! Ein Hinterflügel attackieren! Klar! Verstecken der Scheiße! Ich mag leere Drohungen. Okay.
Scheiße! Pass auf die Schussfenster! Ich hab's in Deckung! Je, waren das alle? Hoffen wir es. Bist du okay? Ja, ja, alles. Ja, hier drüben. Hey, was machst du da? Eine Vermutung bestätigen. Shit. Seht euch das an. Die haben die Türme auch durchsucht. Standorte, Siegel, einfach alles. Und was jetzt? Was jetzt? Wir sind am Arsch. Okay, wir sind drei. Und Gott weiß, wie viele die sind. Und die haben Vorsprung. Ja, aber sie wissen nicht, welcher Turm es ist. Super, Nathan, wir nämlich auch nicht. Wissen wir doch. Da. Etwas abgenutzt. Genau da, das passt. Sicher, es könnte auch das hier sein. Mist. Ja, zwei ist besser als zwölf. Okay, ich nehme diesen Turm, du und Sally, ihr nehmt den. Nein. In den Türmen wimmelt es schon von Raves Leuten. Genau. Wenn wir sie schnappen wollen, müssen wir uns aufteilen. Sam, jetzt warte doch mal kurz. Nein, die Türme. Sie sind an verschiedenen Seiten von Kings Bay. Wenn du auf diese Shoreline-Clowns triffst, ruf uns an, okay? Bis später. Komm, Nate. Beeilung. Ja. Sichtbar und doch verborgen. Okay, da ist unser Turm. Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so mitten auf einem verdammten Markt rumliegt? Oh ja, das wäre verrückt. Aber verrückt kennen wir ganz gut. Ja, das stimmt. Je t'avais dit de pas y aller trop fort. On n'était pas obligé de tout vendre du tout.
c'était mon pied, ça. Oh, Verzeihung. Et on a fait une offre en premier. Donc, on a le droit de se conseiller. Tu m'as dit que tu voulais manger tout seul. Voilà. J'en parle après, c'est une petite. Darauf dürfen wir uns freuen, wenn wir in die Staaten zurückkommen. Faites la queue comme tout le monde. Non. Mais... Enfin, il est dans ma chambre d'hôtel. Mais je pense qu'on peut... Habt ihr den Piratenschatz gesehen? Hey, nicht. Sorry, er ist so ungeduldig. Oh, Mist. Tut mir leid. Ich helfe Ihnen. Mein Fehler. Entschuldigen Sie, mein Freund. Ich habe ihn lange nicht gefüttert. Alles Gute. Hast du gesehen, wie sie geguckt hat? Du halluzinierst. Na, das glaube ich nicht. Na, dann lade sie doch zu etwas Gewürzbrot ein. C'est tout ce que vous avez cette semaine. Bio. Haben Sie das? Ah, mein Freund, das Stück ist einmalig. Ich gebe Ihnen Rabatt. $500. Sie machen Scherze. Ich weiß ja nicht mal, ob es echt ist. Ich gebe Ihnen 50. $400 und es ist echt. Ich habe noch andere Interessenten dafür. Ach, kommen Sie schon. 200, okay? Mehr habe ich nicht bei mir. Ich kann es unmöglich für weniger als 300 verkaufen. Das ist mein letztes Angebot. Okay, ich nehme es. 300. Nicht. Wirklich? Deal. Hast du gesehen? So feierst man. Wenn du das sagst. Hey, ich muss mal durch. Keine besseren. Okay. Nur 1500 Ariari. Ah, ich danke Ihnen sehr, Sir. Guten Appetit. Empfehlen Sie mich. Lass mich mal durch. C'est par culpabilité, par obligation que je suis resté ici. Par culpabilité.
très sympa. Mais les motifs sont criards. Plutôt destinés à attirer l'attention des touristes et de porter une vraie bonne. Kleines Kerlchen, wie geht's dir? Gefällt dir das? Nein, der Turm. Aber Sally, komm, das ist ein Lemur. Komm schon, sag Hallo. Schon gut. Niedlich. Oh, hey, Sally. Hey, er hat meinen Apfel gemopst. Na drauf. C'est clair que si. Attention! Et pas excessivement cher. Il faut que tu saignes ce truc. Mais l'idée? Verzeihung! L'autre personne aussi. Je viens d'attendre, j'ai amené les enfants. En général, je cherche partout. Eh bien, Madagascar est une tropicale. Je suis désolé. Vous permettez, on était en plan double l'offre. 64 minutes. Je suis désolé, monsieur, vous êtes pris là-bas. Je ne vais pas repousser. Oh, franchement, j'ai vu les pieds de bien et à main. Oh, vous m'avez compris. Verzeihung. Sally, man muss verrückt sein, um so ein Hemd zu tragen. Es hilft! Qu'est-ce que vous faites? Comment ça va? Oh Mann, hier riecht etwas wirklich gut. Hm, er hat recht. Das riecht gut. Verzeihung. Je sais pas. J'ai un peu de tâte à rajouter. Elles sont restées là pendant des heures. Il n'y a rien de plus délicieux que du sel. Je comprends, mais pour être je sais pas. Je vais vous parler du même fils. Faites ça. Oh, attends. Je vais en prendre. Mais je me demandais comment vous les cultivez. Vous n'êtes pas à votre place habituelle en bas de marche. Hey, na bitte. Verschlossen. Wir müssen irgendwie reinschleichen. Diskret. Das beinhaltet das Wort schleichen schon, Sally. Ah. Hey, schau mal da. Das Fenster da drüben ist kaputt. Hey, Sally. Ich glaube, wir kommen hier durch. Das sollte gehen. Oh Mann, da geht's tief runter. Alles klar da hinten? Du hast dein Tempo, ich meins. Ja, wenigstens hast du eine schöne Aussicht, was? Okay, mal sehen, was wir hier haben. Wow, der ist ja viel besser in Schuss als die anderen Türme. Er steht direkt in der Mitte der Stadt. Dann wird es wohl schwierig, den Schatz rauszubringen. Eins nach dem anderen. Ziehen wir keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns. Das wäre was Neues. Edward Englands Siegel, wie es auf der Karte stand. So, wonach suchen wir? Gute Frage.
Ich wusste es. Das ist aber ein hoher Glockenturm. Oh yeah. Ja, ja, das stimmt. Na, wollen wir wetten? Skorpion, Kerl mit einem großen Kuh. Tierkreiszeichen. Hey, da ist der Löwe. Und der Stier. Vier Zeichen. Und vier Glocken. Da oben. Und die Dinge auf dem Boden in der Mitte sehen aus wie Schlösser. Verstehe. Läuten wir ein paar Glocken. Mist. Was jetzt? Das ist definitiv der Ort. Ruf Sam an. Wird klar. Skorpion, Wassermann, Löwe, Stier. Ja, Mailbox. Hey, Sam. Wir haben wohl den richtigen Turm. Ruf zurück. Der Empfang ist nicht so die Statuen erschienen in folgender Reihenfolge. Skorpion, Wassermann, Löwe und Stier. Skorpion, Wassermann, Löwe und Stier. Gleich zurück. Sieh mal, Sully, die Uhr geht noch. Ja, ich seh's. Bleib nicht in den Zahnrädern da oben hängen. Geht klar. No.
Sprung nutzen. Schnell weiter. Das war viel zu knapp. Bist du okay? Ja, schon so. Pass auf deine Finger auf, Nate. Soll ich mir Sorgen machen? Nein, alles klar. Vertrau mir. Wo habe ich das schon mal gehört? Skorpion. Ah, okay, das war echt laut. Hey Nate, die hat funktioniert. Das Skorpionschloss ging gerade auf. Okay, ich gehe zur nächsten. Was von Sam gehört? Noch nicht. Naja, dem geht's bestimmt gut. Vielleicht ist bloß ein Akku leer. Durchweg nette Menschen. Oh Mann! Zwei geschafft, zwei übrig, Junge. Also, wie steht's? Möwe. Oh, verdammt! Nein! Zwei geschafft, zwei übrig, Junge! Also, wie steht's? Ugh.
könnte mal was mit einer lieber Löwe. Ah, okay, das war echt laut. Löwe ist offen. Okay, nur noch eine. Was von Sam gehört? Noch nicht. Naja, dem geht's bestimmt gut. Vielleicht ist bloß ein Akku leer. Oh Mann! Siegel ist am Boden erschienen. Verdammt, das war's. Mehr nicht. Aber hey, da ist diese große Glocke ganz oben. Warte, ich geh da hoch. Okay, los geht's.